Die Euro-Augenlaser-Klinik feiert ihr 20-jähriges Bestehen und ein Mann der ersten Stunde und heute ärztlicher Leiter der Klinik ist Dr. Martin von Busch. Lassen Sie uns ein bisschen auf die Anfänge der Euro-Augenlaser-Klinik zurückblicken. Wie waren denn diese? Ja, die Laserchirurgie von Fehlsichtigkeiten ging Ende der 80er Jahre los. Mhm. Und so Anfang der 90er Jahre hat Herr Dr. Ober und Herr Dr. Scharer begonnen zu operieren. Ich war damals Assistent und wir haben im Stadtkrankenhaus Fürth im Keller operiert. Mhm. Das war nicht so ganz das tolle Ambiente. Die Patienten mussten durch dunkle Gänge und waren in einem gekachelten Raum, wo sie dann operiert worden sind. Also haben wir uns auf die Suche gemacht nach schöneren Räumen. Mhm. Und zu dem Zeitpunkt wurde gerade die Euromed-Klinik hier gebaut. Das war 1994. Ja. Und das war natürlich das ideale Ambiente und der ideale Standort für uns, für diese Laserchirurgie. Das heißt, wir sind 1994 hier eingezogen als Mieter und haben begonnen zu lasern. Anfänglich war es relativ schwierig, weil natürlich diese Methoden alle noch sehr, sehr neu waren und auch die anderen Ärzte außenrum noch nicht so viel Vertrauen gewonnen hatten in die Laserchirurgie. Aber mit der Zeit wurde es dann doch immer vertrauter und die Qualität und die Sicherheit stiegen von der Operationstechniken, sodass wir immer mehr Patienten dann behandelt haben. Mhm. Das war letztlich ähnlich, wie es auch deutschlandweit oder weltweit so war. Das Ganze ging ja los mit der Oberflächenlaserbehandlung, der sogenannten PRK, nennt sich heute auch LASEK. Ah, ja. Da hatten die Patienten allerdings Schmerzen, es war unangenehm. War nicht ganz einwandfrei. War nicht so also es war halt einfach nicht so komfortabel für die Patienten. Und es wurde ein Auge gelasert und dann eine Woche oder zwei Wochen später das zweite Auge. Das Ergebnis nach 3 Monaten war gut und war wunderbar, aber war wirklich für den Patienten sehr unangenehm. Die LASIK wurde ja dann auch irgendwann weiterentwickelt. Was folgte dann? Sehr richtig, die LASIK-Operation waren schon wirklich in einem hohen Standard, aber man hatte damals eben noch immer ein Schnittchen gemacht mit einem Messer und das konnte man verbessern mit dem Femtolaser, sodass ab 2005 die Femtolasik weltweit eingeführt worden ist und auch da waren wir sehr schnell und ganz früh dabei und waren also führend auch in Deutschland bezüglich der Femtolasik. Eine Patientin der ersten Stunde haben wir einmal befragt, wie es ihr heute geht und wie sie damals die OP erlebt hat. Damals war es so, ich hatte ja um die -10 Dioptrien mit einer Hornhautverkrümmung noch dazu. Ich war dann diejenige, die zum Beispiel im Bett gelegen hat und den Radiowecker herholen musste, obwohl der schon so große Buchstaben hatte, aber die gingen halt nicht. Und das schönste Erlebnis, da lachen mich immer viele aus, wenn ich das erzähle, wie ich das erste Mal dann duschen durfte nach der LASIK, ich habe meine Füße in der Dusche gesehen. Ja, also Sie lachen auch, es ist wirklich so. Und das ist einfach ein Erlebnis. Die Farben sind wesentlich intensiver gewesen. Es ist nicht nur das Sehen ist besser, es ist eine ganz andere Lebensqualität. Sie gehen im Winter in einen Laden, die Brille beschlägt nicht. Sie gehen baden, Sie müssen nicht Acht geben auf Ihre Kontaktlinsen. Sie stehen unter der Dusche, kein Thema. Ist einfach Luxus pur. Und jetzt dieses Mal war es so, dass ich gemerkt habe, so auf die Ferne, es klappt nicht mehr so ganz. Bin ich mal vorbeigekommen, haben eine leichte Sehschwäche festgestellt. Aber diese 0,5 Dioptrien merkt man halt natürlich schon dann Fernsehen oder wenn das Auge einfach im Laufe des Tages etwas ermüdet. Dann wurde das rechte Auge nachkorrigiert und dann hat man wieder so ein ähnliches Bäm-Erlebnis, obwohl es nur 0,5 Dioptrien sind. Aber die Farben sind halt wieder wesentlich intensiver da und das Sehen ist einfach wieder angenehmer. Ja, bei mir ist jetzt neben Herrn Dr. von Busch auch Frau Dr. Pieder. Sie sind Augenärztin in der Euro-Augen-Laser-Klinik. Seit wann gehören Sie denn dem Team an? In der Augenheilkunde bin ich schon relativ lange. Ich bin seit 1996 in der Oberscharrer-Gruppe als kleine Assistentin gewesen und habe dort meine Facharztausbildung gemacht und hatte meine ersten Gehversuche, sage ich jetzt, in der refraktiven Chirurgie, also zum Lasern gegen Fehlsichtigkeiten, ja, so in der Jahrtausendwende, so in den 2000 etwa ging es für mich so ganz langsam los und seit 2001 bin ich hier ein festes Mitglied hier in der Euro-Augen-Laser-Klinik. Mit Freuden jeden Tag.
Schön. Gerne. Die letzten Jahre waren ja auch wahnsinnig aufregend. Es gab wahnsinnig viele Entwicklungen. Vielleicht lassen Sie uns an der Stelle auf ein paar Highlights zurückblicken. Herr Dr. von Busch, wenn Sie beginnen, was sind denn so die ersten Eindrücke, die Ihnen da noch einfallen? In den letzten Jahren die Highlights, wenn ich anfange, 2005 hatten wir den ersten Femtolaser bei uns aufgestellt, mit dem wir ja den Flap reparieren, und waren damit eine der ersten Kliniken auch in Deutschland, die diese Femtolasik angeboten hatte, die ja einfach noch mehr Sicherheit und Qualität bietet als die da bis dahin durchgeführte Messerlasik. Mhm. Und ein zweites Highlight war 2006. Es wird jedes Jahr ein großer nationaler, internationaler Kongress in Deutschland durchgeführt, und zwar in Nürnberg. Der Herr Scharrer ist da sehr federführend. Mhm. Und da gibt es auch immer eine Live-Surgery. Und diese Live-Surgery wurde direkt in unseren OP-Sälen ausgeführt, sodass wir live unsere OPs zeigen konnten, ja, den Tausenden von Augenärzten, die dort zugeschaut haben. Und ein weiteres Highlight war auch 2006 der LASIK-TÜV. Mhm. Auch da waren wir eine der ersten Kliniken in Deutschland, die dieses sehr schwierige und sehr anspruchsvolle TÜV-Zertifikat erlangt haben, um dem Patienten zu zeigen, hier ist man richtig, hier haben sie noch mehr Sicherheit und Erfahrung. Es gibt noch ein internes Highlight. Aha. Das, wenn ich mich richtig erinnere an dieser Stelle, ist es auch mit der Femtolasik-Methode verbunden. Sehr richtig. Und ich glaube, Sie haben sich selber nämlich damit lasern lassen. Stimmt. Genau. Wie war das? Schön. Gut. Mein Operateur sitzt auch neben mir. Ja. Also Dr. von Busch hat mich persönlich gelasert, und zwar im Jahr 2006. Mhm. Also da war der Femtosekundenlaser noch relativ aktuell bei uns. Aber ich habe die Gelegenheit dann auch gleich genützt, nachdem mir meine Sehhilfen mehr oder weniger fast über Nacht lästig geworden sind, dass ich gesagt habe, so, ich muss da jetzt für mich was ändern. Was Neues, ich hatte auch nie eine Ersatzbrille dabei, und in der Situation, als mir meine aktuelle Brille zu Bruch gegangen ist, war ich dann wieder ohne Sehhilfen unterwegs und dachte, dieser Zustand, der ist teilweise auch wirklich schwierig, und dann war das für mich so das i-Tüpfelchen, dass ich gesagt habe, so, Martin, du bist jetzt dran, ich lege mich jetzt unter den Laser. Das war auch eine sehr interessante Erfahrung natürlich auch für die Patienten, die zu uns kommen, weil ich es jetzt auch aus der Seite kenne. Ja. Und ich hoffe auch, dass ich den Patienten oft auch die Angst nehmen kann, weil es kein schlimmer Eingriff tatsächlich ist. Und man kennt es, man weiß, was auf einen zukommt, man weiß auch, was man da fühlt, wenn man da liegt. Und insofern fließt das auch immer mit in unsere Gespräche mit ein. Mhm. Ich würde es aber sofort jederzeit wieder machen. Ich habe die nie wieder vermisst seit den 8 Jahren. Und inzwischen ist die Technik natürlich auch noch weiter mit unserem neuen Femtosekundenlaser. Es gibt noch mal eine Entwicklung, genau. Richtig, genau. Der noch gewebeschonender arbeitet, noch schneller arbeitet seit 2013. Da war meine OP allerdings schon ein paar Jährchen vorbei. Würde ich aber auch, wenn ich noch mal ein paar Augen hätte, jederzeit wieder machen. Die Femtolasik gibt es ja jetzt mittlerweile seit 10 Jahren. Ja. Und wir haben noch mit einer Patientin, ich glaube, so aus der ersten Zeit gesprochen, nämlich Melanie Walczak. Wie es ihr heute geht und welche wirklich tollen Erfahrungen sie gemacht hat, das erzählt sie uns jetzt. 2005 wurde ich gelasert mit einem Femto-Verfahren. Ich hatte eine Hornhautverkrümmung von -4 auf beiden Augen. Ich habe ohne Brille eigentlich den Wecker einfach nicht gesehen. Wenn man aufsteht, sieht man nichts. Wenn man im Schwimmbad ist, ich mache auch gerne Sport, dann ist das einfach schon sehr mühsam. Ich habe zwar auch Kontaktlinsen getragen, aber die waren dann sehr teuer durch die starke Hornhautverkrümmung. Da muss man natürlich dann gut drauf aufpassen, ne? Die darf man dann auf keinen Fall verlieren. Dann kriegt man aber doch halt wieder trockene Augen, und es ist so ein Geschenk danach, was man bekommt. Es lohnt sich, würde ich wirklich so sagen. Diesen kurzen Moment mal auf sich zu nehmen, und es ist aber gar nicht so schlimm, wie man es sich vorstellt. Man stellt es sich viel schlimmer vor, es ist keine Alltagssituation, in der man da ist, aber ja, also man erträgt es gut. Heute geht es mir super. Also es ist wirklich toll. Es ist immer noch für mich so, dass ich denke, Wahnsinn. Ich sehe alles, ich fühle mich nicht eingeschränkt. Ich gehe auch gerne zelten mit meiner Familie, wo ich einfach denke, wenn ich da jetzt wieder die Sonnenbrille über die Linsen, die Sonnenbrille mit Stärke, die normale Brille und das ganze Kontaktlinsenzeug mitschleppen müsste. Und
Sonne, Strand und Staub. Da ist es natürlich zum Beispiel in dem Bereich sehr angenehm, da jetzt keine Brille oder sowas tragen zu müssen. Neben dem fachlichen Know-how ist natürlich bei der Behandlung von Fehlsichtigkeit auch das technische Equipment von enormer Bedeutung. Herr Dr. von Busch, was haben wir denn hier alles für Geräte? Ja, wir haben 4 Laser bei uns stehen, die in 2 OP-Sälen verteilt sind. Der eine Laser ist der Excimer-Laser. Der Excimer-Laser ist notwendig für die Korrektur der Fehlsichtigkeit. Der nimmt von der Hornhautgewebe weg. Der zweite Laser ist der Femtosekunden-Laser, der das Läppchen erzeugt. Ich erzeuge zunächst einen kleinen Flap, klappe auf und dann kommt der Excimer-Laser und macht den Abtrag. Würde ich sagen, schauen wir uns mal an, oder? Ja, gehen wir mal in den OP2 hinein. Hier ist eine Laserinsel, die eben aus 2 Lasern besteht. Jeder dieser Laser ist natürlich auf dem neuesten Stand und auch sehr teuer. Sie sehen hier links den Femtosekundenlaser. Dieser Femtosekundenlaser erzeugt eben den Flap ganz präzise, deutlich besser als mit dem Messer. Der Patient liegt auch hier auf der Liege. Die Liege wird also zunächst hier hineingefahren unter den Femtosekundenlaser. Dort wird in der Hornhaut der Flap erzeugt. Anschließend wird die Liege zu dem zweiten Laser, dem Excimer-Laser, geklappt und hier erfolgt dann der Abtrag. Ist der Patient mit dem ersten Auge behandelt, kommt das Gleiche nochmal für das zweite Auge dran. Die Liege fährt wieder rüber, derselbe Prozess nochmal. Beide Laser sind inzwischen die 4. Generation von Laser. Das ging natürlich ähnlich wie in der Autoindustrie mit dem ersten Prototyp los. Der Femtolaser, den haben wir seit 2005 hier und die Entwicklung ging rasend schnell. Die Laser wurden immer feiner, immer präziser, immer schneller. Immer sicherer für den Patienten. Selbstverständlich. Ja. Und genauso ist es hier mit diesem Laser, der den Abtrag macht. Das ist jetzt unser einer OP. Der zweite OP, da schauen wir auch mal nebenan. Da gehen wir auch mal hinein. Auch hier sehen Sie wieder einen Excimer-Laser und einen Femtolaser. Bei diesem Femtolaser ist das Besondere, der ist mit einer anderen Technologie ausgestattet als der andere Femtolaser. Das ist ein ganz neuer Laser, den wir seit einem Jahr haben. War der erste Laser in Deutschland. Ja. Den hatten wir uns hier gekauft. Man sieht hier sehr schön den Laserarm, auch ein ganz schlankes Teil, was ausklappbar ist. Der Patient liegt wieder hier auf der Liege und dann erfolgt zunächst eben wieder der Flap, der hier mit diesem Arm erzeugt wird. Und danach erfolgt wieder der Abtrag mit dem zweiten Laser, der Hornhautabtrag. Ich klappe wieder den Flap zu und dann kommt das zweite Auge ebenfalls wieder zunächst mit dem Femtolaser und dann wieder mit dem Excimer-Laser. Also wenn ich jetzt richtig gezählt habe, dann geht es um 4 Laser. Warum werden 4 benötigt? Grundsätzlich werden keine 4 benötigt. Sehr viele Kliniken haben nur 2 Laser. Aber wir haben festgestellt, dass doch nicht jeder Laser genau das Gleiche macht wie der andere Laser. Und wir haben eben sehr unterschiedliche Fehlsichtigkeiten. Es gibt kurzsichtige und es gibt weitsichtige Patienten. Es gibt Patienten mit Hornhautverkrümmung. Und unsere Statistiken und unsere Auswertungen zeigen, dass die weitsichtigen Patienten ein viel präziseres, genaueres Ergebnis haben, wenn sie unter dem einen Laser behandelt werden, während die kurzsichtigen einen besseren Ausgang haben bei diesem Laser. Und so können wir entsprechend der Fehlsichtigkeit in einem Patienten hier behandeln, den anderen da. Damit sind die Ergebnisse noch präziser. Und genauer. Und das zweite Grund für 4 Laser ist auch ein sehr komfortabler Grund. Die Laser sind natürlich sehr, ich nenne es mal mimosenhaft. Ja. Das heißt, wir machen an einem Lasertag einen Beginn und der Laser muss sich aufwärmen und dann zeigt er eine Fehlermeldung. Normalerweise müssten wir dann alle unsere Patienten abbestellen und sagen, tut mir leid, wir können nicht lasern, wir kommen heute zu und der Techniker muss kommen. Und so haben wir immer noch den zweiten Laser, der dann quasi
das auch übernimmt. Einfach auf Sicherheit gebaut, genau. Nicht nur was das technische Equipment betrifft, sondern natürlich auch in erster Linie für das Wohl der Patienten. Apropos Patienten, wenn Sie mal überlegen, die letzten 10 Jahre, wie viele Augen, so Pi mal Daumen, haben Sie denn überhaupt gelasert? Ich habe schon sehr viele operiert. Ich schätze, ca. 10.000 Augen Wahnsinn. Werden es sein. Ja. Da waren ja auch einige Prominente dabei, wenn ich richtig informiert bin. Ja. Wer das zum Beispiel ist oder war, das schauen wir uns jetzt mal an. Ich war mit 16, hat es schon angefangen, in der Schule, da saß ich immer hinten und ich habe nichts an der Tafel erkennen können. Und dann habe ich auch gemerkt, dass ich schlechter sehe als manch anderer, auch Uhrzeiten oder sowas vom Weiten habe ich nicht erkennen können. Und dann habe ich mich eigentlich relativ früh entschieden, so eine Augenlaser-OP machen zu lassen. Es ist mir auch immer aufgefallen, die Systeme vom Trainer, die werden immer mit den Fingern angezeigt. Und da habe ich früher die Systeme auch nicht erkannt. Und da war immer ein Kuddelmuddel bei mir auf dem Spielfeld und ich als Aufbauspieler musste es natürlich kontrollieren. Habe ich aber dann immer nicht so gut hingekriegt, wurde auch öfters angeschnauzt vom Trainer und deswegen jetzt mittlerweile kann ich die Systeme erkennen und jetzt läuft es auch. Angst hatte ich nicht. Ich hatte schon, sagen wir mal, Respekt davor, dass jetzt mein Auge halt gelasert wird. Aber es ging ohne Probleme. Die Ärzte dort waren super. Es ging ganz schnell. 15 Minuten hat es, glaube ich, gedauert. Danach hatte ich so eine Schutzbrille an. Die hatte ich vielleicht noch 5-6 Stunden an. Und danach konnte ich wieder optimal sehen. Also es war einwandfrei. Auch unser Team hat bei der Zusammenarbeit in den letzten Jahren einiges erlebt und in einige Highlights der Outtakes, gerade aus unserem TV-Spot L'Amour, da schauen wir jetzt mal rein. Und richtig zu Ende spielen. Und bitte. Ich bin die Liebe deines Lebens. Da ja, aber zögern. Nicht vorher stoppen. So muss das gehen. Ja, das ist cool. Den Hals, ja. Oh, ja, ja, ja. Hey, deine Mütze hast du vergessen. Ja, die Mütze. Nochmal? Ja, mal nochmal. Jahre Qualität und Sicherheit. Die Euro Augenlaserklinik.